Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Heute machen wir ein kurzes Video, beziehungsweise ich mache ein kurzes Video über nur die Grundübung. Und wenn ihr dann wollt, könnt ihr das nächste Video direkt anschließen und dann auf die Matte gehen und die anderen Sachen machen. Also los geht's. Wir fangen ganz entspannt an. Wir bewegen unseren Kopf. Einfach mal ein wenig Bewegung in die Halswirbelsäule bringen. Rechts und links. Versucht die Schultern ganz bewusst locker zu lassen. Einfach nur mal so ein bisschen entspannt bewegen. Okay, dann halten wir in der Mitte an. Wechsel die Richtung. Es geht nach vorne, unten und nach oben. Und seid achtsam mit euch, wie immer. Immer nur so weit bewegen, wie es angenehm ist. Dann halten wir den Kopf wieder an, bewegen unsere Schultern. Mal ganz genüsslich nach hinten und nach unten rollen und die Schultern ein wenig in Bewegung bringen. Halten wir die Schultern an. Gehen eine Etage tiefer, gehen zu unserem Becken. Einmal das Becken aufrichten, hinter die Sitzbeinhöcker setzen und das Becken kippen, vielleicht, wenn es nicht unangenehm ist, und ein bisschen vor die Sitzbeinhöcker. Wem das unangenehm ist, der geht nur hinter die Sitzbeinhöcker und auf die Sitzbeinhöcker. Schaut, was für euch heute nett ist. Unteren Rücken runden und wieder lang machen. Schultern bleiben ganz entspannt. Dann bleiben wir auf unseren Sitzbeinhöckern sitzen. Schauen einmal auf unsere Füße. Stellt sie ungefähr hüftbreit. Und gebt mal so ein bisschen Druck mit den Füßen zum Boden. Und spürt, wir haben gut Kontakt zum Boden und gut Kontakt mit dem Hocker und, sitzen auf unseren Sitzbeinhöckern. Die Arme sind ganz entspannt, die Schultern sind tief. Wir suchen unseren Beckenboden. Unterste Schicht. O-Muskel, U-Muskel. Anspannen, ganz sanft. Sitzbeinhöcker ein bisschen zusammenziehen. Innerste Schicht dazu nehmen. Rücken bleibt lang. Und direkt wieder loslassen. Zweite Runde. Zwinkern. Sitzbeinhöcker zusammenziehen, ein kleines bisschen mehr. Innerste Schicht dazu nehmen. Kurz halten, ruhig weiteratmen. Und wieder lösen. Und ein letztes Mal ohne bewusste Atmung. Ein zartes Zwinkern. Festhalten. Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Jetzt richtig kräftig. Fühlt, die Hüfte wird schmal. Innerste Schicht dazu nehmen. Hebt das Paket hoch. Haltet es einen Moment fest. Atmet weiter. Und locker lassen. Mal mit den Beinen. Ein bisschen wackeln, alles entspannen, Beckenboden ist ganz locker. Und dann machen wir unsere Grundübung. Erste Position, die Arme hängen. Wer mag, kann sich auch gerne an seinem Stuhl oder Hocker festhalten. Aber wichtig ist, die Wirbelsäule bleibt schön lang und wir haben gut Druck mit den Füßen zum Boden. Los geht's. Ein vorbereitendes Einatmen. Und beim Ausatmen zwinkern, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, innerste Schicht. Festhalten, einatmen. Ausatmen, mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Halten, einatmen. Und noch einmal, nachziehen beim Ausatmen. Ziehen, ziehen, ziehen. Sitzbeinhöcker sind ganz nah zusammen. Wir halten sie fest, atmen nochmal ein. Und lassen es ganz langsam wieder los. Okay, erste Runde geschafft. Zweite Runde. Eine Hand auf dem Bauch, eine auf den unteren Rücken. Schultern bleiben tief. Und wieder. Einatmen. Und beim Ausatmen zwinkern. Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Innerste Schicht. Gut festhalten. Einatmen. Ausatmen. Mehr Kraft in den Beckenboden schicken.
Sitzbeinhöcker bleiben zusammen. Wir atmen ein. Und noch einmal. Ausatmen und nachziehen. Und wir halten es immer noch fest. Atmen nochmal ein. Und lass uns ganz langsam wieder los. Okay, zwei Runden haben wir. Eine machen wir noch, dann machen wir eine Pause. Hände gehen an den Kopf. Schöne aufrechte Haltung. Und wieder einatmen. Und beim Ausatmen zwinkern. Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Innerste Schicht. Gut festhalten. Einatmen. Ausatmen. Mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Halten. Einatmen. Und noch einmal, auch wenn es schwer ist, nachziehen beim Ausatmen. Ziehen, ziehen, ziehen. Und dann halten wir es noch einen Moment fest. Atmen noch mal ein. Und lassen es ganz langsam wieder rausrieseln. Wunderbar. Jetzt haben wir uns eine Pause verdient. Füße etwas weiter auseinander. Nach vorne beugen. Ganz bewusst in den Bauch atmen. Den Beckenboden entspannen. Und fühlen mit jedem Atemzug werden wir etwas lockerer. Und dann geht's wieder los. Wir richten uns langsam wieder auf, sortieren unsere Füße, sitzen auf unseren Sitzbeinhöckern und die Arme gehen nach oben. Schultern tief und wieder. Einatmen und beim Ausatmen zwinkern, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, innerste Schicht. Beckenboden hat Kraft, haltet sie fest. Einatmen, ausatmen, mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Halten, einatmen und noch einmal nachziehen beim Ausatmen. Ziehen, ziehen, ziehen. Wir halten es immer noch fest, atmen nochmal ein, spüren die Kraft und lassen uns wieder los. Okay. Die schwerste. Arme gehen weit auseinander, die Schultern bleiben tief. Und wieder einatmen und beim Ausatmen zwinkern, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, innerste Schicht. Gut festhalten. Einatmen. Ausatmen, mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Die Füße bleiben fest auf dem Boden stehen. Wir atmen ein. Und noch einmal, nachziehen beim Ausatmen. Ziehen, ziehen, ziehen. Nicht nachlassen. Und dann halten wir es noch einen Moment fest, atmen noch mal ein. Und lassen es wieder los. Fast geschafft. Letzte Runde. Entweder nehmen wir jetzt die Hände an die Taille, wenn das unbequem ist, mit den Schultern die Hände an die breiteste Stelle. Jeder so, wie er mag. Und dann geht's wieder los. Einatmen und beim Ausatmen zwinkern, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, innerste Schicht. Gut festhalten. Einatmen, ausatmen, mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Halten, einatmen. Und ein allerletztes Mal. Alle Kraft in den Beckenboden schicken. Ziehen, ziehen, ziehen. Und dann halten wir es noch einen Moment fest. Atmen nochmal ein. Und lassen es wieder los. Wunderbar. So, die Grundübung haben wir hinter uns. Wir legen die Hände ganz locker auf die Oberschenkel. Und bewegen uns ganz entspannt von rechts nach links. Von einem Sitzbeinhöcker zum anderen. Der Beckenboden ist ganz entspannt. Und dann bleiben wir genau in der Mitte sitzen. Wir bleiben bei dieser Bewegung, aber wir lassen unseren Beckenboden mitmachen. Achtung, Beckenboden einsammeln, zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht.
Beckenboden festhalten, die Schultern nochmal bewusst nach unten fließen lassen. Die Füße stehen gut auf dem Boden. Und jetzt versuchen wir, unsere Kraft im Beckenboden festzuhalten und sie mitzunehmen. Nach rechts und nach links. Und spürt die Arbeit. Die Bewegung wird dadurch kontrollierter, vielleicht auch viel kleiner. Vielleicht fühlt ihr euch etwas sicherer auf eurem Hocker bzw. Stuhl. Und versucht wirklich die Kraft im Beckenboden festzuhalten. Und wer merkt, jetzt ist sie weg, einfach kurz in der Mitte anhalten, wieder nachziehen, wieder alles einsammeln. Und wenn ihr wieder bereit seid, wieder nach rechts und links das Gewicht verlagern. Wenn es geht, jede Seite noch einmal. Und dann halten wir in der Mitte an und lassen wieder locker, ganz bewusst entspannen. Als nächste Übung wollen wir unseren Beckenboden immer wieder anspannen und entspannen und wir lassen unsere Schultern ein bisschen mitmachen. Wir fangen mal ganz entspannt mit der Bewegung an. Ihr lasst eure Arme einfach mal hängen. Beckenboden hat einen Moment Pause und wir bewegen nur unsere Schultern nach oben und nach hinten unten. Nach oben und nach hinten unten. Und achtet drauf, wenn ihr eure Schultern nach unten zieht, dass euer Bauch vorne ein bisschen gegenhält. Ja, dass ihr mir nicht ins Hohlkreuz fällt. Schön aufrecht sitzen bleiben. Der Beckenboden ist ganz faul. Okay, letztes Mal. Und dann lassen wir unsere Schultern mal locker hängen. Und wir nehmen einfach so ein bisschen zur Unterstützung unsere Handflächen bzw. unsere Handballen noch dazu. Und zwar möchte ich, dass ihr jetzt eure Schultern tief zieht, die Handballen Richtung Boden arbeiten lasst und dann wieder locker lasst. Noch einmal, Schultern tief, Handballen in den Richtung Boden arbeiten lassen und wieder locker lassen. Und jetzt, wenn wir unsere Schultern wieder tief ziehen und die Handballen Richtung Boden arbeiten, dann spannt den Beckenboden an und dann lasst wieder locker. Und gleich noch einmal. Schultern tief, Handball nach unten, Beckenboden fest. Wenn es sehr schwer ist, kann man sich ganz gut unterstützen, indem man einfach die Füße wieder gut zum Boden arbeiten lässt. Dann spannt der Beckenboden von alleine schon ein bisschen an. Dann hat man schon die Hälfte der Arbeit gespart. So, das ist die leichte Variante. Noch zweimal. Anspannen. Und entspannen. Schulter tief, Hände tief, Füße fest, Beckenboden fest. Und wieder locker lassen. Wunderbar. Die schwerere Variante ist jetzt, wir versuchen ein bisschen von unserer Spannung festzuhalten im Beckenboden, obwohl sich die Schultern bewegen und vielleicht sogar ganz entspannen. Wir versuchen das. Also, wir sammeln unseren Beckenboden ein, zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht. Und dann geht's los. Schultern nach unten, Hände auch, Beckenboden wird fester. Und jetzt ganz achtsam die Schultern locker lassen und den Beckenboden versuchen ein bisschen festzuhalten. Und wieder mehr Kraft. Schultern werden locker, versucht den Beckenboden festzuhalten. Und das ist ganz schwer. Wenn er euch verloren geht, ist nicht schlimm. Dann macht ihr die Übung wie gerade, anspannen und entspannen im Wechsel. Aber versuchen wirklich bewusst ein bisschen Spannung im Beckenboden zu halten, wenn sich die Schultern und Arme entspannen. Noch zweimal. Letztes Mal. Und halt. So, das war jetzt eine ganz kurze Einheit. Hockergymnastik mit zwei Übungen danach. Und die könnt ihr immer wieder in euren Alltag einflechten. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich habe keine Lust, mich alleine auf meinen Hocker zu setzen, dann macht einfach das Video an und ich mache da ein bisschen mit. In diesem Sinne, tschüss.